Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Was ich gerade sehe, da oben steht, das ist mir vorher nie aufgefallen, da oben steht 108 und daneben klein KM. Verändern die mit jedem Kapitel das Menü und das gibt dann quasi die Entfernung zu Moskau an? Wir sind ja jetzt bei ungefähr 100 Kilometer außerhalb von Moskau. Falls dem so wäre, wäre das ziemlich geil und das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, sollte ich mal drauf achten. Gut, ja, wir sind aus Moskau raus und suchen jetzt nach der Arche, wie der werte Kommandant es nannte. Aber wir wissen, dass wir angelogen wurden. 20 Jahre lang wurden wir angelogen. Wir wissen, dass sie Menschen getötet haben. Kollateralschaden ist bei geheimen Operationen solchen Ausmaßes unvermeidlich. Ja, es sind Menschen gestorben, aber die Bomben haben Millionen getötet. Und doch leben wir. Wir sind all die Jahre am Leben geblieben. Atjom wurde fast getötet. Ist er auch nur ein Kollateralschaden? Weißt du was? Ja! Wenn du zwischen dem Leben eines einzelnen Menschen, egal wie nahe du ihm stehst, und dem Leben aller anderen entscheiden musst, aller Bewohner der Metro, dann gibt es da nichts zu überlegen. Na dran! Suchst du überhaupt Artyom? Na los, gib dir Mühe! Achtung, Achtung! Hier warte einen Moment, was war das? Für Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. An alle, die mich hören können, hört mal alle her! Begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811-79. Bereich 1811. Wo soll diese Nummer sein? Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Ich hab's. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811. Der Berg Yamadao. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Guter Mann hat immer Wodka dabei. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Hm? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Und runter die Suppe. Hey, Atjom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Ja, Mark, Volldampf voraus. Jawohl. Volldampf voraus. Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Nö. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sobald ich die Karte anspreche, wie auch immer ich das nennen soll, ist das Kapitel vorbei und das möchte ich nicht. Ich möchte mich nämlich erst noch ein bisschen hier umsehen. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen, die man machen kann. Vor allem die ganzen Charaktere hier kann man, glaube ich, schon ein bisschen kennenlernen. Verdammt soll ich sein! Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du
hast dir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostan-Kinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie Glieder einer Kette. Und du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Grund. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungewiss. Dude, jetzt wird mir hier nicht philosophisch. Eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Brüsterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sein, der in dieser speziellen Kette zieht? Okay, es reicht. Es reicht. Ist gut, ich habe genug von Moses gehört. Nur damit du es weißt, Narben machen Männer interessant. Und wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Ach, viele brauche ich nicht. Ach, du willst auch reden. So, Mela, erstmal eine Kippe. Dieses Spiel zwingt einen stellenweise übrigens zum Rauchen. Und viel schlimmer ist, dass er das Ding offenbar in Zeitungspapier raucht. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die einzigen Überlebenden sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst du nicht? Ich war schockiert. Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Spürsinn? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Wie auch immer. Die Metro hat vorher auch die Raketen überlebt. Ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Was bedeutet, dass wir, wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten? Und wage es ja nicht, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich hoffe sehr. Immer wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Okay, ich glaube, das war's. Also solche Dialoge gibt's mehrfach und das ist halt so, wenn man nicht raucht, geht der Dialog nicht weiter, was ein ziemlich komisches System meiner Ansicht nach ist. Oh, wie geht's dir so? Ah, warte, hier unten... Hier gibt's aber mindestens zwei Dialoge, glaube ich. Oh, was haben wir denn da alles? Oh, kann ich nicht erkennen. Na, wie geht's dir? Ob nun beabsichtigt oder nicht, aber es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat. Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Du kannst auf uns zählen. Tja, was mich betrifft, ich mach mal eine kleine Inventur. Ziemlich voll hier. Ich denke darüber nach, hier eine Werkbank zu bauen. Damit wir alle Instrumente und anderen Sachen in Griffweite haben. Ohne Werkbank gehen die Kleinteile immer verloren. Hier können wir dann an den Waffen arbeiten. Reinigen, einölen. Dann lassen die anderen ihre Finger davon und können keinen Schaden anrichten. Natürlich müssen wir uns abwechseln. Aber das kriegen wir hin. Wenn du also irgendwelche Waffen findest, die du behalten willst, dann bring sie zu mir. Ich lagere und repariere sie für dich. Wenn du sie zurückbekommst, sind sie zweifellos besser als je zuvor. Junge, ich habe in meinem Leben schon viele Waffen gereinigt und eingeölt. Industriell produzierte und auch handgemachte Waffen.
Manche davon waren einfach fantastisch. So ungewöhnlich. Wenn du also Fragen zu Waffen hast, dann bin ich dein Mann. Und Waffen sind wie Frauen. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Das ist einer der interessantesten Vergleiche. Säubern und einbüllen. Und du musst die Munition überprüfen, denn schmutzige Munition rostet manchmal. Aber wenn du dein Herzblut hineinsteckst, funktioniert die Waffe immer. Tja, ich öde die hier eben zu Ende ein, dann fange ich mit der nächsten an. Das ist übrigens wirklich ein Hinweis, weil wir in diesem Spiel ja auch ständig darauf achten müssen, dass wir unsere Waffen reinigen. Und das ist ein System, einerseits finde ich es ein ziemlich cooles System, andererseits geht es mir stellenweise tierisch auf den Sack, weil die Möglichkeiten, die Waffen einzuölen, hat man grundsätzlich eh nicht dann, wenn man sie gerade gebrauchen kann. Es ist leider immer so. So, mit dir kann ich auch noch reden. Naja, leg los. Hören wir uns mal an, was du so zu sagen hast. Denn ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ich habe gehört, dass monotone Arbeit einen beruhigt. Tja, stimmt. Ich fühle mich ganz gut. Idiot sagt, das sei dynamische Meditation. Dieser Philosoph kommt nicht auf hier, um zu meditieren. Das war's schon? Okay. Das ist alles? Gut, dann mache ich jetzt weiter. Entschuldigung, Duke, aber ich bin nur hier, um die Dialoge zu hören. So, ich bin mir sicher, dass man noch mit... Ach so, genau. Stimmt. Lass mal schauen. Kriegen wir hier irgendwo Musik? Also anständige Musik. Erstmal was trinken. Ich weiß nicht, was die davon Zeug trinken, aber... In einem der anderen beiden Spiele wurde gesagt, dass es Pilzwodka sei. Das macht mir irgendwie vielleicht ein bisschen Gedanken, dass das Zeug braun ist, aber gut. Ah, genau. Oh, wie mache ich das denn? Und das sind, glaube ich, nur Zusammenfassungen der Kapitel. Neue Welt... Ja... Das werde ich definitiv nicht vorlesen, weil das ist quasi nur ein Glossar, super... Informationen für diejenigen, die sonst keine Ahnung von der Welt quasi haben. Das Team allerdings, das würde ich glaube ich ganz gerne vorlesen. Lass mal kurz gucken, was gibt's hier alles. Armschutz. Oh, stimmt, das Ding ist neu. Das ist aber auch wichtig, weil wir jetzt mal einen Geigerzähler dabei haben. Neben unserer Uhr halt noch. Und den werden wir früher oder später brauchen. Ich merke jetzt gerade übrigens, dass das ziemlich blöd ist, weil ich nicht weiß, ob das Musik mit Copyright ist. Die werde ich rausschneiden müssen. Bin wieder sehr intelligent. Ah, stimmt, hier genau, die Kalasch. Das ist eine Waffe, die werde ich, quasi eine AK, die werde ich eine ganze Weile lang benutzen. Die werde ich aber später wahrscheinlich auch abgeben wieder. Da, weiß nicht. Es kann sogar sein, dass ich eine Schrotflinte hier benutze. Vielleicht, bin mir noch nicht ganz sicher. Revolver, den werde ich auf jeden Fall eine ganze Weile lang benutzen. Und wir kriegen, ich glaube, am Anfang des nächsten Kapitels irgendwo eine Waffe geschenkt. Und die werde ich dann erstmal eine Weile lang, eine ganze Weile benutzen. So, hier wird es jetzt wichtig. Oh Gott, ist das lang. Das ist wahrscheinlich sogar noch länger. Ja, oh Gott, das... Verdammt. Ich glaube, die Einträge werden auch erweitert mit den Kapiteln. Die werde ich aber wahrscheinlich dann nicht mehr vorlesen. Weil ich vor allen Dingen auch sonst immer erst wiederfinden müsste, wo sie erweitert wurden. Also dann spiel das Spiel selber. Kann ich sowieso jedem empfehlen. Das Spiel ist echt gut. Anna, meine Anna. Von Anfang an habe ich gedacht, dass ich deiner nicht würdig bin. Was war ich? Ein Sonderling aus einer hinterweltlerischen Station. Ein Träumer, der Stimmen in seinem Kopf hört. Ein Abenteuersucher. Und du? Das schönste Mädchen in der ganzen Metro. Die einzige Tochter einer Legende. Die beste Scharfschützin der Spartaner. Und wie hast du das alles gesehen? Es gab dort viele harte Typen. Gott, wie viel wir schon durchgemacht haben. Wir hatten gute Tage und wirklich schlechte. Unsere Gefühle starben ab und blühten erneut auf.
Ich hatte sogar versucht, dich zu verlassen, war aber nicht weit gekommen und du wolltest einen normalen Mann. Moment, was? Das sieht hier aus wie Anführungszeichen, deswegen bin ich... Also, da... Okay. Es ist vielleicht ein bisschen klein, die Schriftart. Wo ist er geblieben? Da. Hat es mich aber trotzdem so akzeptiert, wie ich war. Du warst die Einzige, die mich nicht für verrückt erklärt hätte, wenn ich an der Oberfläche erfolglos Tage damit verbrachte, auf Funksignale anderer Überlebender zu warten. Du wusstest, dass jeder dieser Ausflüge bedeutete, dass ich eine große Strahlendosis abbekam und die Chancen auf gesunde Kinder immer geringer werden sollten. Immer geringer wurden. So. Sollten wir jemals welche haben. Und trotzdem hast du mich gehen lassen. Du hast mir meine Träumereien nie verboten. Immer habe ich deinen Blick auf mir gespürt. Wenn du mir im Kampf Deckung gabst, wenn ich mich mal verlief, du hattest mich immer im Blick. Und dieses Reibel geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ich wusste immer, dass... Ich muss kurz über sich bei mir leiser machen. So, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich wusste immer, dass niemand dich ersetzen kann. Du warst und bist mein persönlicher Schutzengel und Todesengel. Wenn das keine Liebe ist, was dann? Übrigens eine Sache, die ich halt ziemlich nice finde, halt, dass auch hier sowas wirklich Tagebucheinträge sind, die offenbar wirklich aus der Sicht von Artyom geschrieben sind. Das ist unglaublich passend, anstatt dass man jetzt hier wirklich so einen kompletten Bericht einfach nur kriegt, das ist Anna. Millers Tochter, Artyoms Frau, Punkt, Ende, nächster Charakter. Tut dem Spiel ziemlich gut, dass man sich ein bisschen Mühe dabei gegeben hat. Miller, Oberst Melnikov, so, den Rest spare ich mir. Oberst Melnikov. Gründer und ständiger Kommandant des Spartanerordens. Miller hat jeden Spartaner einzeln ausgesucht und ausgebildet. Er war derjenige, der mich aus meiner Heimatstation rettete, als wir von den Schwarzen angegriffen wurden. Hat er das? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das ist Bullshit. Das ist kompletter Bullshit. Das stimmt weder mit dem Buch noch mit dem Spiel überein. Aber okay, lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Er war der Einzige, der zwischen den Kommunisten und den Faschisten stand und den Konflikt verhinderte, welcher gut das Ende unserer Zivilisation hätte sein können. Es war Miller, der mich in den Orden aufnahm und meiner Hochzeit mit Anna, seiner einzigen Tochter, den Segen gab. Ich wurde zu seinem Schwiegersohn, brachte aber nie genug Mut auf, ihn Papa zu nennen. Immer nur Herr Oberst. Na gut, er ist ja auch immer noch dein Kommandant zumindest. Bei der Verteidigung von D6 verlor der Oberst seine besten Kämpfer und sein altes Ich. Irgendwas zerbrach damals für immer in ihm. Er wurde alt und völlig intolerant, was Widerworte betraf. Ich habe kurz auf die Uhr geguckt und instant vergessen, wo ich war. Wow. Manchmal habe ich den Eindruck, er bereut, dass er meiner Hochzeit mit seiner Tochter zugestimmt hat. Hunter hätte er als Schwiegersohn sicherlich vorgezogen, aber Hunter wird vermisst. Ich habe seine Tochter in einen Strudel gezogen, aus dem wir alle vielleicht nicht mehr herauskommen. Hunter. Stimmt. Ich glaube, Hunter kommt auch nur im zweiten Buch, also Metro 2034 nochmal vor und ansonsten überhaupt nicht. Damir ist wohl der ruhigste im ganzen Team. Außerdem ist er äußerst verlässlich. Er ist immer da, um zu helfen. Er übernimmt immer die härteste Arbeit, die schwierigsten Einsätze. Und dann, wenn es darum geht, den wohlverdienten Respekt und Dank anzunehmen, wird er rot und sagt, es sei für den Erfolg. Er sei für den Erfolg nicht verantwortlich. Ich kann nicht mehr lesen. Das sei halt irgendwie einfach so gelaufen. Damir hat nur ein schmerzhaftes Problem. Und das ist sein Name. Ein Name, den er von seinem Vater bekommen hat. Zusammen mit der Hälfte seines Blutes. Damir kann seinem Vater nicht verzeihen, dass er gegangen ist. Das führt so weit, dass er sogar seine Herkunft leugnet. Duke. Igor Duke Dukov. Der Fürst der Finsternis. Okay, das wusste ich auch nicht mehr, dass das da steht. Der jüngste, mutigste und verrückteste von uns. Manche haben sich dem Orden aus Verzweiflung angeschlossen, andere um die Menschen vor Gefahren zu beschützen, aber Duke ist hoffnungslos in Abenteuer verliebt. Immer wenn der Oberst nach Freiwilligen fragt, ist Duke der Erste, der ich ruft. Egal wie hart und schwierig der bevorstehende Einsatz ist.
Eine Schande, dass der Orden keine Medaillen verleiht, sonst wäre Duke vollgehangen mit ihnen. Er blickt zu den erfahrenen Kämpfern auf und vergleicht immer, wer mehr Einsätze, Tote und Wunden auf dem Konto hat. Aus irgendeinem Grund vergleicht er seine Erfolge vor allem mit meinen. Vielleicht liegt das daran, dass ich ihm altersmäßig am nächsten stehe. Anna hat mal gesagt, hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern, Antjom! Es gibt Menschen, die davon träumen, wie du zu sein. Zum Beispiel Duke. Könnte das wirklich stimmen? Es wird übrigens noch eine Weile dauern, hier den ganzen Kram zu lesen. Hier sind nämlich noch ein paar mehr Charaktere. Ach du Scheiße, das will ich mir als ich dachte. Okay, der Part wird ein bisschen länger scheinbar. Ach Gott. Und ich brauche mehr zu trinken. Ja, Mac ist der Lokführer der Aurora. Er kennt den Zug bis ins kleinste Detail und spürt es im Herzen, wenn irgendwas mit den zahlreichen und ehrlich gesagt auch ziemlich abgenutzten Mechaniken der Lok nicht stimmt. Ja, Mac hat sich... Yamak hat sich so leicht und natürlich in unsere Gruppe eingefügt, dass er gefühlt schon immer dabei war. Dabei trafen Anna und ich ihn in einer Basis der Hanse. Dort half Yamak mir, meine Frau zu finden, und dann führte er uns bei der Entführung unseres geliebten Kampfzugs an. Der Kampfzug war doch der andere, oder? Ach, was war's? Bei Yamaks Hintergrund ist es trotzdem ein Wunder, dass er beschloss, Moskau mit uns zu verlassen. Als wir uns trafen, hatten wir gerade erst erfahren, dass die Hanse jeden exekutiert, der versucht, Moskau zu betreten oder zu verlassen. Aber Yamak lebte schon seit Monaten mit diesem Wissen. Zunächst aus Angst um das Leben seiner Tochter und dann, nachdem sie ihrer Krankheit erlegen war, nur noch aus purer Hoffnungslosigkeit. Doch jetzt ist er frei. Genau wie wir alle. Und sollten wir jemals nach Moskau zurückkehren, werden wir unsere Rechnung mit der Führung der Hanse gemeinsam begleichen. Yamak sagt, dass jeder Mensch im Leben ein Ziel hat, ein Ort, an dem das Schicksal ihn führt. Und immer wenn das Leben hart und manchmal gar unerträglich war, erinnerte ich mich daran. Erinnerte ich mich an seine Worte. Dies könnte die Endstation sein, aber noch immer nicht dein Ziel. Steh auf und geh weiter. Danke, Yamak. Idiot hat sich seinen Spitznamen aus purer Bescheidenheit ausgesucht. Oder vielleicht zu Ehren einer Figur von Dostojewski. Den Namen habe ich so schon mal irgendwo gehört. Jedenfalls ist er alles andere als ein Idiot. Er ist der gebildetste und belesenste Soldat des Ordens, weshalb er damals in der Metro auch Millers rechte Hand war. Die Frage ist, was er über die allgemeine Lage wirklich weiß. Über die Leute, die in den Tunneln festgehalten werden. Über den Krieg, der noch immer nicht zu Ende sein könnte. Und darüber, wer in dieser Metro wirklich die Kontrolle hat. Idiot redet gerne und viel, aber dabei sagt er in der Regel nicht viel, außer vielleicht sagt er in der Regel nicht viel. Das haben wir auch schon mitbekommen gerade. Außer vielleicht sein übliches, einerseits könnte es stimmen, andererseits, wenn du den Eindruck hast, dass die Wahrheit in greifbarer Nähe liegt, dann sprich mit Idiot. Er schafft es, dich in 0, nichts wieder zu verwirren. Super Charaktereigenschaft. Es gibt aber etwas an ihm, das ich überhaupt nicht verstehe. Weshalb und wofür kämpft er beim Orden? Vor allem, wenn es eigentlich in Apolis 3 Orden gab und er bei den Gelehrten vielleicht besser aufgehoben gewesen wäre. Na, was soll's. Alyosha. Alyosha, ein echter Partylöwe, ein passionierter Frauenheld, Liebeskunde der zwielichtigen Buden des Zvetnoi Boulevard. Whatever. Und außerdem unser Überlebenstrainer. An der Oberfläche. Punkt. Da ist ein Punkt. Ich kann die Punkte nicht sehen. Mit einem flüchtigen Blick kann er tatsächlich erkennen, ob ein Gebäude noch Jahre stehen wird oder bei der leisesten Berührung in sich zusammenfällt. Eine Fähigkeit, die ihm in Moskau mehr als einmal das Leben gerettet hat. Alyosha ist das einzige Mitglied unseres Teams, das unsere Reise als spannendes Abenteuer betrachtet. Vermutlich, weil er sich neue Bekanntschaften erhofft. Mit Vertretern des schönen Geschlechts natürlich. So, Moment, ich muss was trinken. So, weiter. Sam ist einer der Besten des Ordens. Er ist vielleicht nicht der Stärkste oder der Schnellste oder der beste Schütze von uns, aber er kann sich definitiv gegen die besten Spartaner in jedem dieser Bereiche durchsetzen. Und er ist ganz sicher auch der ungewöhnlichste von uns. Sam ist Amerikaner, ein Marine aus der Wachabteilung der US-Botschaft, der zufällig gerade in der Metro war, als der jüngste Tag kam.
Am Ende wurde er zu Oberst Millers persönlichem Leibwächter. Sam konnte an der Schlacht um D6 nicht teilnehmen, weil er mit einer schweren Verletzung im Krankenhaus lag. Und es passte ihm überhaupt nicht, dass er nicht dort sein konnte, um den Oberst zu beschützen, als dieser es am meisten brauchte. Kaum war er wieder auf den Beinen, noch immer voller Verbände, wich Sam dem Oberst nicht mehr von der Seite. Er ließ nicht einmal zu, dass ein anderer Millers Rollstuhl schob. Selbst als André, der Waffenschmied, dem Oberst die großartigen Prothesen baute, die er nun trägt, blieb Sam Millers Schatten. Natürlich schloss er sich uns auch auf der Aurora an. Wir haben alle irgendein Ziel. Wie Yermak so schön sagt, auch wenn keiner von uns so genau weiß, wo dieses eigentlich liegt. Sam scheint den Ort jedoch zu kennen, wenn die Welt außerhalb der Metro nicht ausgelöscht ist. Dann muss es auch in den USA Überlebende geben. Und Sam muss ständig an seine Eltern denken, die vielleicht noch am Leben und auf ihren Sohn warten. Ein Wort zu viel. Ich frage mich, ob er den Eindruck hat, mit uns in die richtige Richtung zu reisen. Also mir muss halt mal auffällt, ein paar dieser Charaktere, blöderweise nicht alle, kriegen noch einen deutlich vertieften Charakter über das Spiel. Und mir fällt gerade auf, dass Sam, glaube ich, nicht so einer ist, weil an ihn kann ich mich halt irgendwie so kaum erinnern. Eigentlich schade. Im alltäglichen Leben ist Stepan so ruhig und freundlich, dass man ihn kaum für ein Mitglied des Ordens halten kann. Immerhin sind wir eine militärische Organisation. Sobald man diesen Hünen jedoch im Kampf erlebt, erkennt man sofort, warum er hier ist. Stepan ist völlig furchtlos und erstaunlich stark. Er trägt ein schweres MG, als wäre es ein normales Sturmgewehr. Wir können von Glück reden, dass Stepan auf unserer Seite ist. Ihn zum Feind zu haben, wäre eine Katastrophe für uns. Tokarev ist ein Mann, der sein Handwerk liebt. Zum Teil mag das daran liegen, dass er denselben Nachnamen wie der berühmte Waffeningenieur hat. Ist Tokarev der Nachname oder der Vorname? Ich glaube, es ist der Vorname. Ständig bastelt er an den Waffen des Teams herum, repariert und wartet sie. Macht Verbesserungen. Punkt. Wieder einen Punkt übersehen. Ich sollte langsam mitzählen. Tokarev weiß alles, was es über Waffen zu wissen gibt und kann stundenlang darüber reden. Ansonsten ist er aber nicht wirklich an irgendwas anderem interessiert. Trotzdem kümmert er sich nicht nur um unser Arsenal. Er arbeitet auch an unserer Ausrüstung, bessert ständig etwas aus und erfindet neue Dinge. Tag und Nacht sorgt er dafür, dass wir unsere Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können, ohne von minderwertiger Ausrüstung dabei behindert zu werden. Was würden wir bloß ohne ihn machen? Nebenbei bemerkt, scheint er heimlich und hoffnungslos in meine Anna verliebt zu sein. Er ist ständig besorgt um sie, denkt an sie, erzählt von ihr, aber ich spüre nicht einmal Eifersucht. Oh gut, das waren alle. Ja, also ein paar dieser Charaktere werden wir... ich weiß gerade nicht wie viele, aber ein paar werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer kennenlernen über das Spiel. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich sollte den Part jetzt beenden, aber irgendwie ist es ein bisschen blöd, wenn in diesem Part so, nichts passiert ist quasi. Achso, Yermak erzählt auch gerade noch. Ach, kommen wir uns gleich zumindest den Auftakt des nächsten Kapitels zu gucken uns noch an. Wir werden zwar vom nächsten Kapitel nicht mehr wirklich was spielen, aber zumindest den Auftakt kann man sich noch ansehen. Ist in diesem Part ja sonst nicht viel passiert. Außer, dass wir halt das Team kennengelernt haben, was durchaus noch wichtig ist und irgendwie... Ich dachte kurz, das Spiel hätte sich aufgehängt. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben. Sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen?
Keine Ahnung, Achum, keine Ahnung. Aber ich muss schon mal sagen, das ist tatsächlich, es ist das erste große Kapitel des Spiels und es ist das Kapitel, was ich am wenigsten leiden kann, tatsächlich. Weil es ja einfach, ja, vor allem eine große Sache gibt, die mir einfach nur die ganze Zeit auf die Nerven geht. Wasser. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau lebend zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen. Habe ich eigentlich schon? Nein, habe ich nicht. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, hier mache ich jetzt Feierabend. Für heute und ja. Sehr gut. Unsere Reise nach Yamantau verläuft natürlich nicht reibungslos. Wer hätte damit auch gerechnet? Und beim nächsten Mal werden wir eine ganze Menge zu tun bekommen. Ist ja gut, Aurora. Ich hab's kapiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.